Heute gehen wir der Frage nach, was ist ein Schwingkreis? Dazu habe ich schon mal einige Teile vorbereitet. Hier sehen wir einige Spulen mit verschiedenen Induktivitäten. Diese Spule hat 168 mH an Induktivität. Dann haben wir eine kleinere Spule mit 24,5 mH, eine selbstgewickelte Spule, Luftspule, mit nur 420 Mikrohenry, eine Spule auf einem Toroid mit 287 Mikrohenry und die größte Spule mit der kleinsten Induktivität, selbst gewickelt aus spezieller Hochfrequenzlitze mit nur 212 Mikrohenry, gewickelt auf ein Stück Kunststoffrohr. Dann noch einige Widerstände, angefangen mit einer Drahtbrücke mit 0 Ohm, ein 50 Ohm Widerstand, 470 Ohm, 4,7 Kiloohm, 47 Kiloohm, 470 Kiloohm und noch ein ganz großer Widerstand mit 22 Megaohm und einige Kondensatoren mit 18 Picofarad, mit einem Nanofarad und dieser hat 100 Nanofarad. Damit wir unsere Experimente einfach ausführen können, habe ich hier schon einmal eine kleine Experimentierplatine vorbereitet. Auf der einen Seite befindet sich eine BNC-Buchse zum Anschluss an den Frequenzgenerator und auf der Rückseite erkennt man, dass dies ein Stück Streifenleitungsplatine war. Ich habe die Streifen an einigen Stellen unterbrochen, sodass sie dann keine Verbindungen mehr haben. Und ich habe drei Messpunkte vorgesehen, an denen sich später leicht der Oszillograph anschließen lässt und ein Messpunkt für Masse. Auch diese Kupferschiene auf der Seite ist mit Masse Ground verbunden. Auf der Oberseite befinden sich vier kleine Fassungen, die grünen, in die sich später Bauteile einstecken lassen. Damit wir das besser verstehen, schauen wir uns hier das Schaltbild an. Hier ist die Buchse, die BNC-Buchse. Wir haben hier die erste Fassung, in die ich ein Bauteil parallel zu den Anschlüssen der BNC-Buchse einstecken kann. Und hier haben wir den Messpunkt 1, an dem wir die Spannung hier messen können. Dann hier diese Fassung ermöglicht es, ein Bauteil in Reihe einzustecken. Und dann haben wir noch diese zwei Anschlüsse, hier und hier, bei denen jeweils alle drei Pins miteinander verbunden sind. Nach dem Reihenbauteil haben wir den Anschluss Nummer 2, den Testanschluss Nummer 2. Das geht zu den beiden oberen Anschlüssen dieser grünen Fassungen. Die beiden mittleren Anschlüsse sind miteinander, aber sonst mit nichts verbunden. Und da ist der Anschluss, Testanschluss Nummer 3. Und unten ist Masse, Testanschluss Nummer 4, damit auch der Oszillograph geerdet werden kann. Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf den Funktionsgenerator. Wir schalten ihn ein, schalten die Sweep-Funktion ab und können nun hier die Frequenz ablesen. Aktuell sind das 2,396 MHz. Mit diesem Knopf lässt sich die Frequenz verändern, zum Beispiel auf 166 kHz. Und mit diesem Einsteller können wir den Frequenzbereich einstellen, zum Beispiel von 1 kHz bis 100 kHz. Jetzt sind wir bei 20 kHz.
Hier können wir die Kurvenform, die sogenannte Funktion, einstellen. Aktuell eine Rechteckform, auch oft gebraucht eine Sinusform und für uns heute nicht so wichtig eine Dreiecksform. Aber beginnen wir doch mit der Rechteckform. Hier stellen wir die Ausgangsamplitude ein, die wir hier noch abschwächen könnten. Wir nehmen die maximale Amplitude von ca. 10 Volt. An dieser BNC-Buchse liegt das Ausgangssignal an, das wir über ein Koaxialkabel unserem Testaufbau zuführen. Verbinden wir die andere Seite des Koaxialkabels mit unserem Testaufbau. Nun liegt das Signal vom Funktionsgenerator an unserem ersten Messpunkt an. Das wollen wir uns anschauen, mit dem Oszillographen. Um die Kurvenformen anzuschauen, benutzen wir einen Oszillographen. Schalten wir ihn ein. Es dauert etwas, bis die Röhre angeheizt hat und man die Spur auf dem Bildschirm erkennen kann. Aktuell ist der Eingang geerdet. Das heißt, die Spur sollte in der Mitte des Bildschirms sein und wir können sie leicht dahin verstellen. Das ist unsere 0 Volt Referenzlinie. Jetzt verbinden wir den Oszillographen mit unserer Testschaltung. Dazu verwenden wir diese mal 100 Probe. Mal 100 bedeutet, dass sie das Signal um den Faktor 100 abschwächt, gleichzeitig aber den Eingangswiderstand des Oszillographen um den Faktor 100 erhöht. Das ist wichtig für uns, denn wir wollen ja unsere Testschaltung nicht durch das Messgerät beeinflussen. Die Kopplung schalten wir auf DC, also auf Gleichspannung, und dann verbinden wir die Probe mit unserer Testschaltung. Dazu verbinden wir den Masseanschluss mit dem vorbereiteten Masseanschluss an unserem Brettchen und die empfindliche Seite unseres Oszillographen mit dem Messpunkt Nr. 1. Wir hatten ja auf 10 Volt Ausgangsspannung am Funktionsgenerator eingestellt, aber am Oszillographen sehen wir noch gar nichts. Woran liegt das? Nun, wir haben 5 Volt pro Zentimeter, 1 Zentimeter ist ein Kästchen, eingestellt als Empfindlichkeit, mal 100, das heißt, wir haben 500 Volt pro Zentimeter und da sieht man die 10 Volt nicht mehr. Wir schalten also jetzt die Empfindlichkeit hoch. Und siehe da, jetzt haben wir eine deutliche Anzeige. Allerdings sehen wir nur zwei Striche, obwohl wir doch am Funktionsgenerator Rechteckkurvenform eingestellt hatten. Das liegt daran, dass die Ablenkzeit unseres Oszillographen viel zu langsam ist, um die 20 kHz, die wir vorher am Funktionsgenerator eingestellt haben, aufzulösen. Aber kein Problem, wir können die Zeitbasis des Oszillographen ebenfalls schneller machen. Und nun erkennen wir die Rechtecksignale, die unser Funktionsgenerator erzeugt. Schauen wir uns das einmal genauer an. Bei 20 kHz sieht diese Kurvenform wirklich ganz toll aus. Aber wie sieht es aus, wenn wir mit der Frequenz hochgehen? Jetzt haben wir eine höhere Frequenz. Und ich stelle einmal 5 MHz am Funktionsgenerator ein. Das sind 5 MHz. Leider bin ich hier schon am Ende der Zeitauflösung. Aber ich kann nochmal mit der Lupe etwas weiter hineinzoomen. Und wenn wir uns jetzt die Kurvenform anschauen, dann erkennen wir am Anfang der Kurve so ein kleines Gezackel. Das sind typische Überschwinger. Und die kommen daher, dass das Signal auf unserem Koaxkabel auf der anderen Seite, auf unserem Experimentierboard, nicht die 50 Ohm sieht, die der Funktionsgenerator hat. Daher kommt es hier
zu einer Reflexion, das Signal läuft durch das Kabel wieder zurück, überlagert sich mit dem ursprünglichen Signal und es kommt zu einer Verzerrung der Signalform. Was können wir da machen? Am besten wäre es, wir würden das Signal auch auf unserem Experimentierboard mit 50 Ohm belasten. Dazu haben wir schon diesen 50 Ohm Widerstand vorbereitet, den wir jetzt auf das Experimentierboard stecken. Und zwar parallel zu den Anschlüssen der BNC-Buchse. Wir haben also durch den Abschlusswiderstand die Kurvenform wesentlich sauberer bekommen, aber dafür etwa die Hälfte der Signalamplitude verloren. Was genau haben wir gemacht? Wir haben hier einen 50 Ohm Widerstand parallel geschaltet. Unser Funktionsgenerator hat nämlich einen Ausgangswiderstand von 50 Ohm, das Kabel einen Wellenwiderstand von 50 Ohm. Wir messen am Messpunkt 1. Ohne diesen Widerstand sehen wir die leicht verzerrte Kurvenform. Mit diesem Widerstand ist die Kurvenform an unserem Board einwandfrei. Wir lassen also für alle folgenden Experimente diesen Widerstand angeschlossen. Als nächstes wollen wir einen Widerstand in Reihe mit unserer Signalspannungsquelle schalten, damit unsere Versuchsanordnung, wir wollen einen Kondensator untersuchen, von der speisenden Spannungsquelle etwas getrennt ist. Wir verwenden einen Widerstand mit 470 Ohm und schalten den Oszillographen jetzt an den Testanschluss Nr. 2. Der Oszillograph kommt jetzt an den Testanschluss 2 und wir nehmen den 470 Ohm Widerstand und fügen ihn hier ein in Reihe. Wir haben jetzt eine Frequenz von 770 Hertz und wir betrachten das Signal nach dem 470 Ohm Widerstand. Wir erkennen nach wie vor die Rechteckform. Wenn ich die Frequenz erhöhe, so sieht man, dass die Signalzeiten kürzer werden, aber die Amplitude bleibt davon unbeeinflusst. Ich verringere die Frequenz noch einmal am Funktionsgenerator bis auf 770 Hertz. Jetzt schalten wir den 100 Nanofarad Kondensator an unsere Testanordnung nach Masse. Sobald ich den Kondensator verbinde, verändert sich die Kurvenform leicht. Die Flanken sind nicht mehr so steil wie vorher. Denn jetzt muss der Kondensator ja aufgeladen und entladen werden. Über den 470 Ohm Widerstand, was einige Zeit dauert. Nun erhöhe ich die Frequenz. So wie im vorherigen Beispiel. Und wir sehen schon zwei Effekte. Zum einen ist aus unserer Rechteckschwingung eine Sägezahnschwingung geworden. Zum anderen ist die Signalamplitude jetzt deutlich kleiner geworden. Ich gehe mit der Frequenz noch höher. Je höher ich mit der Frequenz gehe, umso kleiner wird die Signalamplitude. Und wenn wir uns die Kurvenform nun einmal genauer ansehen, so sehen wir jetzt eine Rechteckkurvenform mit sehr kleiner Signalamplitude. Der Strom fließt nun durch unseren 470 Ohm Widerstand, lädt den Kondensator auf. Wir messen die Spannung am Punkt 2, U2. Der Strom ist also bestimmt durch die Spannung U1 am Punkt 1, die wir vorher gesehen hatten, die reine Rechteckform, geteilt durch den Gesamtwiderstand aus 470 Ohm und dem kapazitiven Widerstand unseres Kondensators, XC.
Die Spannung am Punkt 2 ist damit der kapazitive Widerstand am Kondensator, des Kondensators multipliziert mit dem Strom. Also der Strom war U1 durch R plus Xc mal Xc. Und falls nun R, unser Widerstand mit 470 Ohm, sehr viel größer ist als der kapazitive Widerstand, so können wir dies annähern als U1 durch R mal Xc. Und damit erkennen wir, dass die Spannung am Punkt 2 proportional ist zum kapazitiven Widerstand des Kondensators. Wenn ich sage die Spannung am Punkt 2, dann meine ich die Amplitude der Schwingung, die wir am Kondensator messen. Wir wollen uns jetzt die Frequenzabhängigkeit des kapazitiven Widerstands etwas genauer anschauen. Dazu ändern wir unseren Setup geringfügig, indem wir die Frequenz des Funktionsgenerators automatisch verändern lassen. Man nennt das Wobbeln. Außerdem gehen wir von der Rechteckfrequenz jetzt zu einer Sinusfrequenz über. Wir messen nach wie vor die Spannung am Punkt 2 und der Versuchsaufbau ist genau wie vorher 470 Ohm und unser 100 Nanofarad Kondensator. Um die Frequenz des Funktionsgenerators automatisch zu ändern, schalten wir den Sweep ein. Jetzt ändert sich die Frequenz dauernd. Wut, wut. Damit wir das aber auf dem Oszillographen darstellen können, verbinden wir diesen Sweep-Out-Anschluss, an dem eine der Frequenz proportionale Spannung entsteht, über das gelbe Kabel, mit dem Oszillographen. Wir verbinden das gelbe Kabel mit dem zweiten Kanal und wir können uns das Signal einmal anschauen. Wir schauen auf Kanal 2, koppeln DC, wählen die richtige Zeit, schalten die Synchronisation auf Kanal 2 und jetzt erkennen wir hier die Sägezahnspannung aus dem Funktionsgenerator. Sie steigt langsam an, fällt schnell ab, das ist der Rücklauf, und dann steigt sie wieder an und bei jedem Ansteigen der Spannung ändert sich die Frequenz, wird höher, dann sackt die Frequenz ganz schnell ab und wird wieder höher. Diese Spannung verwenden wir jetzt als externe Horizontalablenkung für unseren Oszillographen. Wir sehen jetzt auf dem Oszillographen zum einen die Amplitude, ich habe wieder umgeschaltet auf Kanal 1 hier, am Messpunkt 2, also am Kondensator, aber nach rechts ist nicht mehr die Zeit aufgetragen, sondern jetzt die Frequenz. Wir schalten einmal, sodass wir das möglichst bildschirmfüllend bekommen. Noch etwas heller. Okay. Und wir sehen jetzt, dass die Spannung am Kondensator mit der Frequenz deutlich abfällt. Wir verändern jetzt die beiden Frequenzen, zwischen denen der Funktionsgenerator wobbelt. Jetzt sieht man das sehr schön. Noch ein bisschen kleiner, so. Mit ansteigender Frequenz. Fällt die Spannung am Kondensator rapide ab, aber dann mit steigender Frequenz nur noch langsam. Wir merken uns diese, hier hinten ist der Rücklauf, das braucht uns nicht weiter zu interessieren. Wir merken uns diese Kurvenform, denn wir schauen jetzt, welche mathematische Funktion dieser Form zugrunde liegt. Die Kurve auf dem Oszillographen, die Hüllkurve sah genau so aus. Nach rechts haben wir die Frequenz aufgetragen, nach oben die Spannung am Messpunkt 2, die, wie wir wissen, proportional ist
zum kapazitiven Widerstand Xc des Kondensators. Und diese Funktion ist eine 1 durch x-Funktion. Es gilt nämlich, der kapazitive Widerstand des Kondensators ist gleich 1 geteilt durch 2π mal der Frequenz f mal der Kapazität C mal I, wobei I die imaginäre Einheit ist. Das braucht uns aber nicht weiter zu interessieren. 2πf nennt man auch Omega, die Kreisfrequenz. Der kapazitive Widerstand ist also 1 geteilt durch Omega mal C mal I. Wir merken uns diese Formel für später. Xc ist gleich 1 durch I Omega C. Die imaginäre Einheit bedeutet nichts anderes, als dass I Quadrat gleich minus 1 ist, wie wir später sehen werden. Als nächstes betrachten wir eine Spule. Wir verwenden die gleiche Schaltung wie mit dem Kondensator, ersetzen aber den Kondensator durch die Spule und messen wieder am Punkt 2. Damit das Ganze mechanisch etwas stabiler ist, habe ich diesmal das Brettchen in den Schraubstock eingespannt, wie man hier sieht. Ich verwende als Spule die Spule mit 420 Mikrohenry und stecke sie in die vorbereitete Fassung. Schauen wir uns das auf dem Oszillograph. Ohne Spule, aber im Frequenzwobbelmodus, sieht man, dass die Amplitude über der Frequenz konstant bleibt. Wenn ich nun die Spule verbinde, so wird die Amplitude erstmal wesentlich kleiner. Aber wenn ich die Verstärkung aufdrehe, so sieht man, dass jetzt die Amplitude mit der Frequenz praktisch linear zunimmt. Es gilt wieder die Vereinfachung, wenn der Widerstand R wesentlich größer als der induktive Widerstand XL der Spule ist, dass die Spannung am Punkt 2 proportional zum Widerstand XL ist. Wir haben diese lineare Abhängigkeit gesehen. Mit der Frequenz nimmt der Spulenwiderstand zu, denn der Spulenwiderstand ist gleich 2π mal f mal der Induktivität L mal der imaginären Einheit I. Also gilt XL gleich I mal Omega mal L. Das merken wir uns für später. Nun vervollständigen wir den Schwingkreis, und zwar als Parallelschwingkreis, indem wir zur Spule parallel noch einen Kondensator schalten. Wir verwenden den 100 Nanofarad Kondensator und schalten ihn parallel. Wir haben also jetzt die gleiche Anordnung wie vorher mit dem 470 Ohm Serienwiderstand, der Spule und aber jetzt zusätzlich noch parallel zur Spule dem Kondensator mit 100 Nanofarad. Man sieht sehr schön die Resonanzkurve, die jetzt eine wesentlich höhere Spannung am Messpunkt 2 erzeugt, sodass ich hier die Verstärkung reduzieren muss. Wir haben auf dem Oszillographen die typische Resonanzkurve gesehen. Die Spitze dieser Kurve, also die Frequenz mit der höchsten Spannung, liegt genau bei der Resonanzfrequenz Omega 0. Ein idealer Schwingkreis würde hier einen unendlich hohen Widerstand haben. Ein realer Schwingkreis hat aber immer einen kleineren Widerstand. Wir wollen jetzt eine Formel aufstellen, wie wir die Resonanzfrequenz unseres Parallelschwingkreises berechnen können. Bekannt ist die Kapazität und die Induktivität und wir wissen, dass der Widerstand der Parallelschaltung aus beiden, Xs, die Impedanz gegen unendlich geht im Resonanzfall.
Wir schreiben also auf, was ist der gemeinsame Widerstand, die Impedanz XS unseres Schwingkreises. Das ist 1 geteilt durch der Kehrwert des einen Widerstandes, 1 geteilt durch 1 durch XC, plus der Kehrwert des anderen Widerstandes, plus 1 geteilt durch XL. Der Gesamtwert soll gegen unendlich gehen, das bedeutet, dass der Nenner unten gegen 0 geht. Schauen wir uns das genauer an. XC, das hatten wir vorher schon uns gemerkt, ist gleich 1 durch I Omega mal C. Also setzen wir das ein. XC, der Kehrwert davon, ist damit I Omega mal C und als Omega wollen wir die Resonanzfrequenz Omega 0 berechnen. Plus 1 durch XL. XL hatten wir vorher schon als I Omega L gemerkt. Der Kehrwert ist 1 durch I Omega 0 L. Und die Summe, der Nenner, soll 0 sein. Das lösen wir jetzt auf nach Omega 0. Wir multiplizieren einmal mit I, der imaginären Einheit, durch. Dann erhalten wir I mal I gleich I Quadrat. Und wir wissen, I Quadrat ist minus 1. Also minus Omega 0 C plus, hier mit I multipliziert, dann kann das I weggekürzt werden. Bleibt übrig, 1 durch Omega 0 L ist gleich 0. Als nächstes multiplizieren wir hier mit Omega 0 durch. Wir haben dann minus Omega 0 Quadrat C plus, hier kürzt sich das Omega 0, 1 durch L gleich 0. Minus Omega 0 Quadrat C plus 1 durch L gleich 0. Nun teilen wir durch C. Das C fällt dann hier weg, es bleibt minus Omega 0 Quadrat plus und hier wandert das C in den Nenner. 1 durch L mal C gleich 0. Nun bringen wir das Omega 0 Quadrat auf die andere Seite, wir addieren es. Wir erhalten dann, hier fällt es weg und hier bleibt es übrig. Omega 0 Quadrat ist gleich 1 durch L C. Nun ziehen wir auf beiden Seiten die Wurzel. Denn wir wollen ja das Omega 0, die Resonanzfrequenz, ausrechnen. Und wir erhalten die Formel, Omega 0 ist gleich 1 durch Wurzel aus L mal C. Was wir auf dem Oszillographen messen, ist aber nicht Omega, sondern die Frequenz F. Die Resonanzfrequenz F0, aber Omega ist gleich 2π mal F0. Um also auf F0 zu kommen, dividieren wir durch 2π. Und wir erhalten die berühmte Thomson'sche Schwingungsformel für die Resonanzfrequenz eines Parallelkreises. F0 ist gleich 1 durch 2π mal Wurzel aus L mal C. Nun wollen wir das einmal für unsere Bauteile berechnen. Unsere Spule hat 420 Mikrohenry und unser Kondensator 100 Nanofarad. Also L ist gleich 420 Mikrohenry und C ist gleich 100 Nanofarad. Wir geben ein L 420 Mikrohenry Exponent 6 plus minus mal 100 Nanofarad Exponent 9 plus minus ist gleich daraus die Wurzel. Dies multipliziert mit 2 und mal Pi ist gleich und davon der Kehrwert. Das ist eine Frequenz von 24,5 kHz. Wir können das in den Engineering Mode schalten, um das auch
schön angezeigt zu bekommen, 24,558 kHz. Jetzt schauen wir mal, ob wir das bestätigen. Um die Frequenz unserer Spitze, also der maximalen Amplitude, zu bestimmen, muss ich von Hand die Frequenz am Frequenzgenerator einstellen. Denn leider kann ich beim Wobbeln nicht ablesen, welcher Frequenz diese Spannung entspricht. Also schalte ich auf externes Wobbeln. Nun sehe ich die Amplitude und ich kann die Frequenz verändern und sozusagen von Hand durchwobbeln. Wenn ich die Frequenz verändere, noch fein abstimmen hier, auf die maximale Amplitude, so lese ich eine Frequenz ab von 32,2 kHz. Zu unserer und auch meiner großen Überraschung scheint unsere Schwingkreisformel überhaupt nicht zu stimmen. Die Frequenz liegt ja total daneben. Woran liegt das? Nun könnte es sein, dass ich beim Ausmessen der Spule einen Fehler gemacht habe und diese nicht wirklich 420 Mikrohenry hat. Messen wir sie also noch einmal nach. Dazu verwende ich dieses LC-Messgerät von Mastech. Wir schalten auf den kleinsten Bereich 2 mHg, also 2000 Mikrohenry, und verbinden die Spule auf möglichst direktem Weg. Und sie zeigt genau 420 Mikrohenry an. Also zumindest nach diesem Messgerät stimmt dieser Wert. In so einem Fall kann es hilfreich sein, die Messung mit dem einen Messgerät mit einem anderen Messgerät zu überprüfen. Ich habe hier ein sehr preiswertes Multimessgerät direkt aus China. Es ist ein Komponententester, der neben Widerständen, Kondensatoren, Spulen, auch Transistoren, Dioden, Thyristoren und so weiter messen kann. Und das Tolle ist, er erkennt sofort selbsttätig, um was es sich handelt. Verbinden wir also unsere Spule hier mit den Messanschlüssen und starten wir die Messung. Sehen kann. Jawohl, schon hat er gemessen und der Wert beträgt 250 Mikrohenry, 0,25 Millihenry. Es ist also immer gut, mit mehreren Messgeräten zu vergleichen, denn mit dem zweiten Messgerät aus China haben wir genau 251 Mikrohenry gemessen, was der Induktivität entspricht, die wir aus der gemessenen Schwingfrequenz von 32,2 kHz berechnen können. Die Messung von Induktivitäten allgemein ist recht kritisch und die Messung über einen Schwingkreis, wie wir das hier gemacht haben, gehört mit zu den besten Messungen überhaupt. Zum Abschluss betrachten wir jetzt noch den Serienschwingkreis. Im Gegensatz zu vorher ist jetzt der Kondensator C in Reihe mit der Spule L geschaltet. Wir messen wieder mit dem Oszillographen am Punkt 2 und für den Widerstand R, der vorher immer 470 Ohm war, können wir jetzt verschiedene Werte ausprobieren. Wie schwingt der Serienschwingkreis? Die elektrische Ladung vom Kondensator fließt über die Spule und den 25 Ohm, 2x50 Ohm parallel Widerstand und auch diesen Widerstand R zum Kondensator und dann wieder zurück in der anderen Reihenfolge. Wir sehen also schon, dieser Widerstand R liegt direkt im Schwingkreis und deshalb sollte er möglichst klein sein, damit er die Schwingung nicht zu schnell dämpft. Schauen wir uns das im Aufbau an. Im Gegensatz zu vorher, wo wir den Kondensator zwischen den beiden äußeren Pins hatten, verbinden wir den Kondensator jetzt mit dem Mittelpin und dem äußeren Pin hier. Denn wir wissen, die beiden Mittelpins sind ja miteinander verbunden und mit sonst nichts. Wir nehmen dann die Spule und stecken nun die Spule vom Mittelpin zum unteren Pin ein. So. Ich verbinde also den Kondensator und nun die Spule
und schließe damit den Schwingkreis. Und wir sehen am Oszillographen, dass die Spannung auf einen wesentlich kleineren Wert zusammenbricht. Allerdings ist nicht wirklich zu erkennen, bei welcher Frequenz die Resonanz stattfindet. Deswegen tausche ich nun den 470 Ohm Widerstand durch eine Drahtbrücke aus. Wir müssen also die Frequenzen richtig einstellen, um den Resonanzpunkt zu finden. Ah ja, da kommt er. Und im Gegensatz zu vorher, wo im Resonanzpunkt eine besonders hohe Spannung zu sehen war, ist beim Serienschwingkreis im Resonanzpunkt eine besonders niedrige Spannung zu sehen. Bestimmen wir also nun die Resonanzfrequenz des Serienschwingkreises. Dazu schalten wir das Wobbeln wieder ab und verändern die Frequenz nun von Hand, bis wir ein Minimum erreichen. Das ist etwa hier. Wir lesen die Frequenz ab. Es sind wieder 32,2 kHz, genau wie vorher beim Parallelschwingkreis. Unser Serienschwingkreis verhält sich also ähnlich wie ein Parallelschwingkreis. Wir erhalten diese Resonanzkurve mit einem Minimum bei der Resonanzfrequenz F0 oder Ω0. Wenn wir uns das Bild genau anschauen, dann sehen wir, dass dann ein Minimum auftritt, wenn der Gesamtwiderstand aus der Reihenschaltung gegen 0 geht, wenn also XC plus XL 0 ist. Schauen wir uns das in der Mathematik an. Der Gesamtwiderstand des Schwingkreises XS ist ja diesmal viel einfacher, da nur eine Reihenschaltung, XC plus XL. Wir setzen die Formeln vom Parallelschwingkreis ein, von den Spulen und Kondensatoren, die wir schon kennen, und wir erwarten im Resonanzfall, dass dieser Widerstand gegen 0 geht. Wir lösen also auf nach der Resonanzfrequenz Omega 0, multiplizieren mit I durch und mit Omega 0, dividieren durch L, um das Omega 0 Quadrat zu isolieren, holen es auf die andere Seite und ziehen dann noch die Wurzel daraus und wir erhalten Omega 0 ist gleich 1 durch Wurzel aus L mal C. Genau die gleiche Formel wie im Falle des Parallelschwingkreises, nur dass beim Serienschwingkreis ein Spannungsminimum auftritt. Nun haben wir also die Schwingkreise kennengelernt. Die Schwingkreise sind mit eins der wesentlichsten Elemente in der Hochfrequenztechnik, in jedem Radio, in jedem Fernseher und auch in vielen Tongeneratoren. Und ich hoffe, dass ihr alle etwas dabei lernen könnt.